Ich darf Sie nun sehr herzlich begrüßen zum heutigen Salon Philosophique. Wir werden uns heute mit Anton Bruckner beschäftigen. Bevor wir auf Bruckner zu sprechen kommen, möchte ich Sie aber auch heute schon gerne einladen zum nächsten Salon Philosophique am 12. Juni. Da wird Alfred Lengle hier zu uns sprechen über Existenz, eine existenzanalytische Perspektive auf das Dasein und seinen möglichen Sinn. Ein wirklich, denke ich, sehr spannendes Thema. Und Alfred Lengle, die meisten von Ihnen kennen ihn ja, ist ein ganz hervorragender Redner und wir sind sehr froh, dass wir ihn hier in unserem Kreis begrüßen dürfen. Wie immer muss ich zu Beginn sagen, dass es eine Veranstaltung des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit ist. Auch das wissen Sie, in Zusammenarbeit mit dem Stiftungsfonds Erwin-Ringel-Institut, der auch diese Veranstaltung letztlich sponsert. Und das heutige Thema hat auch einen ganz besonderen Bezug zu Erwin Ringel. Erwin Ringel war ja nicht nur Psychiater und Tiefenpsychologe und Psychotherapeut, sondern auch ein großer Musikkenner. Also, wenn ich mir das erlauben darf, ein großer Opernkenner, was nicht unbedingt das Gleiche ist wie ein großer Musikkenner. Denn gerade mit Anton Bruckner hat Erwin Ringel seine liebe Not gehabt, hat ihm hier auch durchaus einiges an Erotischem angedichtet. Wir werden auf das zu sprechen kommen heute auch in diesem Vortrag. Aber ja, Bruckner war so nicht sein Leibkomponist. Er hat den Eindruck gehabt, dass er nie zu einem Ende kommt, was wirklich schwer nachvollziehbar ist. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, Bruckner hat keine Oper geschrieben. Und das ist wahrscheinlich für Erwin Ringel auch Grund genug gewesen, ihn nicht ganz so in den Himmel zu heben, wie er möglicherweise andere Komponisten in den Himmel gehoben hat. Ich werde heute versuchen, mit Ihnen vier Themenbereiche zu umreißen. Zum einen werden wir uns fragen, der Titel ist ja Anton Bruckner, eine sozialästhetische Existenz. Ich werde zuerst die Frage stellen, was überhaupt eine sozialästhetische Existenz ist oder was wir darunter verstehen können. Da haben wir beim letzten Mal schon das eine oder andere besprochen, da aber einige beim letzten Mal nicht dabei gewesen sind, werde ich das wenige, das wir schon besprochen haben, etwas wiederholen und vielleicht heute noch etwas vertiefen. Natürlich kann eine Hommage an Bruckner nicht abgehen, ohne dass man über sein Leben spricht. Das wird allerdings sehr abrissartig sein, denn das Leben von Anton Bruckner war ein besonders reichhaltiges und das würde sich sicher in einer Stunde hier nicht ausgehen und diese Zeit möchte ich auch gerne einhalten. Als Psychiater kann ich natürlich nicht umhin, mich auch mit der Psyche Anton Bruckners auseinandersetzen und vor allem auch mit etwaigen psychischen Erkrankungen, jedenfalls mit seiner psychischen Krankengeschichte und zuletzt werden wir uns die Frage stellen, ob es gerechtfertigt ist, Anton Bruckner als eine sozialästhetische Existenz als sozialästhetische Existenz zu verstehen. Das, was es nicht geben wird, sind Musikbeispiele. Also all jene, die jetzt gehofft haben, ein Bruckner-Konzert zu hören, werden enttäuscht von dannen ziehen. Warum? Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich einige Musikbeispiele mit interpolieren werde. Das große Problem bei Bruckner ist, man kann eigentlich keine kurzen Musikbeispiele hier spielen. Es braucht einen großen Bogen und dann wird es natürlich relativ lang. Und nur ein einziges Stück anzuspielen, macht auch nicht allzu viel Sinn. Und ich muss natürlich auch zugeben, es hat einen dritten Grund gegeben und das ist ein rein technischer Grund. Wenn wir hier Musikvorführungen haben, dann gibt es immer da und dort Schwierigkeiten. Das Ganze wird ja auch aufgezeichnet. Sie können sie auf YouTube danach nachsehen. Und all diese Schwierigkeiten habe ich damit umgangen, dass ich auf Musik heute verzichte. Worauf ich aber nicht verzichten werde, ist einige Hinweise zu geben, was Sie vielleicht in einer ruhigen Mußestunde sich dann anhören und vielleicht dann auch etwas vertiefter noch anhören können von Bruckner. Aber ich nehme ja an, die meisten von Ihnen sind mit den Kompositionen von ihm so und so vertraut, dass alleine, wenn ich darüber spreche, es in Ihnen schon zu klingen beginnen wird. Also es wird keine Tonvorführung geben, sondern wir werden uns mit dem Leben und mit der Existenz von Bruckner beschäftigen. Nun, wenn ich
über sozial-ästhetische Existenz spreche, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, was ist überhaupt eine Existenz? Da könnte ich jetzt eine lange Vorlesung halten und da Philosophen unter uns sind, werde ich das tunlichst vermeiden. Das ist ja einer der ganz zentralen Themen der Philosophie, was Existenz ist. Es gibt eine ganze Philosophie, die danach benannt ist. Ich beschränke mich darauf, die Existenz einfach der Essenz gegenüberzustellen. Übrigens auch etwas, was Martin Heidegger gemacht hat, auch so Existenz verstanden hat. Also Existenz ist das, was sich quasi zeigt, was sich von einem Menschen auch zeigt, während die Essenz das ist, was er ist. Also man könnte jetzt auch salopp sagen, Existenz ist das, wie uns der Mensch gegenübertritt. Und was er wirklich ist, das können wir ja, wenn überhaupt, bestenfalls erahnen. Also wir werden uns mit dem, wie uns Bruckner erscheint, beschäftigen. Es ist aber nicht nur die Erscheinung selbst, sondern Heidegger hat ganz zu Recht auch gesagt, dass das Sein sich ja immer auch zu sich selbst verhält. Also wir können ja gar nicht anders als uns selbst reflektieren. Wir sind nie nur, sondern wir sind immer auch in dem Sinn auch etwas, dass jemand, der sich zu sich selbst verhält. Und daher geht es natürlich auch immer um die Reflexion. Viel schöner, muss ich ehrlicherweise sagen, als Heidegger hat das Rainer Maria Rilke in der 8. Duineser Elegie ausgedrückt, wenn er dort schreibt, mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene, die Kreatur, das ist für ihn das Tier. Nur unsere Augen sind wie umgekehrt. Was draußen ist, wir wissen es aus des Tiers Antlitz allein, denn schon das frühe Kind wenden wir um, zwingend, dass es rückwärts Gestaltung sehe, nicht das Offene, das im Tiergesicht so tief ist. Also wir sind immer in dieser Reflexionslage, wenn wir über das Dasein oder das Sein eines Menschen sprechen und tun aber so, wie wenn wir wie eine fotografische Platte denjenigen hier abbilden würden. Und auf das Problem werden wir bei Bruckner nochmals zurückkommen. Es geht eigentlich um mehr, es geht nicht nur um dieses Sehen, sondern es geht um das, was Goethe als Schauen bezeichnet hat oder was Lengle, den wir ja beim nächsten Mal hier zuhören dürfen und mit ihm diskutieren dürfen, als Fühlen, als Spüren bezeichnet. Wenn wir über unser Leben, über unsere Existenz sprechen, darüber nachdenken, dann ist es eigentlich nicht nur ein Nachdenken, sondern es ist immer ein Spüren. Wir spüren einfach, dass wir leben. Also wir wissen nicht, dass wir leben, weil es uns jemand gesagt hat, sondern wir erleben es. Warum ich das auch mit einer so großen Sicherheit sagen kann, ist, es gibt Zustände in der Psychiatrie, also bei psychischen Erkrankungen, wo dieses Spüren abhanden kommt. Im sogenannten nihilistischen Wahn, bei ganz schweren Depressionen, spüren sich die Patienten nicht mehr als lebendig und bezeichnen sich auch als tot, weil sie letztlich sich nicht mehr lebend spüren. Also dieses unmittelbare Spüren ist es, worum es in der Existenz geht und vor allem auch in der sozialästhetischen Existenz geht. Es geht also nicht hier um ein Konstrukt nur, sondern es geht um dieses unmittelbare Erleben von uns selbst. Dieses Erleben, das wir einerseits im Wechsel und in der Veränderung erleben und auf der anderen Seite aber auch als eine vitale Kraft erleben. Jeder von uns spürt diese Kraft und weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe manchmal halt ein bisschen mehr Kraft und dann gibt es halt auch ein paar Tage, da habe ich ein bisschen weniger Kraft. Manchmal weiß ich, warum ich weniger Kraft habe, oft weiß ich es nicht. Aber in jedem Fall ist es etwas, was wir unmittelbar spüren und was wir uns auch nicht aussuchen können oder sagen können, ich hätte halt gern heute mehr Kraft oder weniger Kraft. Das ändert sich einfach und wird unmittelbar erlebt. Und da bin ich auch bei dem Begriff der Ästhesis. Die Ästhesis, die ja letztlich dieses sinnliche Erleben ist. Und wenn wir jetzt über sozialästhetische Existenz sprechen, dann ist es eben nicht nur diese Reflexion dieses Seins, sondern es ist das sinnliche Erleben unseres Seins und im Idealfall natürlich ein sinnliches Erleben im Schönen. Dann sind wir schon sehr nahe dran. Und wenn wir das Ganze auch noch in der Gemeinschaft erleben, dann sind wir schon ganz nahe an der sozialästhetischen
Existenz. Ah, ich muss ja da drauf drücken, hat er mir gesagt, sehr gut. Also, wenn wir jetzt über ästhetisches Erleben sprechen, dann ist dieses sozialästhetische Erleben immer eine Zweiwegbeziehung. Das ist übrigens auch der Ursprung des Begriffes Sozialästhetik gewesen. Sozialästhetik wurde vor allem von Arnold Berland, einem amerikanischen Philosophen, der vor einigen Jahren auch bei uns an der Sigmund-Freud-Universität einen Vortrag gehalten hat und zu einem Symposium gekommen ist, geprägt. Und wie wir ihn gefragt haben, wie er eigentlich dazu gekommen ist, hat er gesagt, es hat also gar nichts mit der menschlichen, mit den zwischenmenschlichen Begegnungen zu tun gehabt, sondern es ist ihm um die Begegnung mit einem Kunstwerk gegangen. Und üblicherweise haben wir ja den Eindruck, wenn wir in eine Ausstellung gehen, dass wir uns Werke anschauen. Dass wir also da sind und da drüben ist das Werk. Und es ist eine Einwegbeziehung quasi. Und er hat eben erkannt und auch dann weiter noch elaboriert, dass eigentlich das Bild auch auf uns zukommt. Und jeder von Ihnen wird das schon einmal erlebt haben, wenn man so durch eine Ausstellung geht, dann gibt es so Bilder, die springen einen einfach an. Die fesseln einen unmittelbar und ganz. Und das ist dieser sozialästhetische Kontakt, über den er gesprochen hat. Er hat dann 2005 einen Artikel geschrieben darüber, den ich mit Begeisterung gelesen habe und mir gedacht habe, eigentlich ist es ja nicht nur zwischen dem Kunstwerk und uns so, dass es diese Zweiwegbeziehung gibt, sondern ganz besonders natürlich, wenn wir einem anderen Menschen gegenübertreten. Und zwar in welcher Form auch immer. Und das ist letztlich das Kernstück der Sozialästhetik, dieser unmittelbar gespürte Kontakt zwischen zwei Menschen. Und wenn der eben auch im Schönen noch stattfindet oder noch besser zum schönen und gedeihlichen Zusammensein führt, dann sind wir bei der sozialästhetischen Existenz. Es geht also dabei nicht nur um irgendeine Kontaktaufnahme, sondern es geht letztlich um ein freudvolles Zusammenerleben. Also das Kernstück der sozialästhetischen Existenz ist dieses Zusammenleben im Schönen im Sinne einer gemeinsamen Lebensfreude oder der Entwicklung einer gemeinsamen Lebensfreude. Und wenn wir uns dann die Frage stellen bei Bruckner, ob er eine solche sozialästhetische Existenz ist, dann werden wir uns die Frage stellen müssen, hat er dazu beigetragen, dass wir einfach schöner miteinander zusammenleben können? Was war sein Beitrag? Ich darf es vorwegnehmen, es war nicht sein Beitrag so unbedingt im verbalen Bereich, aber er hat einige Beiträge geleistet, die ganz exorbitant waren, aber das wäre schon etwas vorweggenommen. Wenn wir also das zusammenfassen, dann können wir sozialästhetische Existenz als etwas bezeichnen, dass der Mensch oder wenn ein Mensch sich dazu in seinem Dasein entscheidet und verhält, dass es ihm als konkreten Individuum möglich wird, ein nach sozialästhetischen Grundsätzen und Maximen ausgerichtetes Leben auch konkret zu leben und zu erleben. Also es geht nicht um den theoretischen Zugang zu einem solchen Leben, sondern um das unmittelbare Leben und Erleben. Und die sozialästhetische Maxime par excellence ist eben, lebe dein Leben so, dass es schön ist, aber nicht nur für dich, sondern auch für die anderen, denn nur wenn es auch für die anderen schön ist, kann es auch für dich ein schönes sein. Und dieser Frage werden wir nachgehen, ob Bruckner hier einen Platz bekommen kann, oder möglicherweise doch keinen Platz bekommen kann. Um das auch zu ermöglichen, werden wir uns natürlich mit der Lebensgeschichte von Bruckner beschäftigen. Und bevor ich das tue, möchte ich gerne auf Christian Kupke rekurrieren, der zu Recht zwischen Subjekt, abstrakten Individuum, Person und konkreten Individuum unterschieden hat. In einem ganz anderen Zusammenhang ist es dabei um psychisch Kranke gegangen und wie man psychisch Kranken begegnet. Das Subjekt ist das, was jemand selbst erlebt. Darüber kann ich Ihnen nichts sagen, weil Herr Bruckner mit mir nie darüber gesprochen hat und ich nicht zu jenen gehöre, die so tun, wie wenn Bruckner mit Ihnen gesprochen hätte. Da gibt es einige Biografen, wo man diesen Eindruck hätte, dass sie einen direkten Kontakt mit Bruckner gehabt haben. Ich kann auf diesen nicht zurückgreifen.
Dann unterscheidet er das abstrakte Individuum, das ist das Individuum, das wir uns quasi schaffen aus den Informationen, die wir hier bekommen, aber im Abstrakten. Und wenn wir das jetzt versuchen, möglichst nahe an dem Menschen zu erfahren, dann kommen wir zur Person. Die Person, wie aus dem Lateinischen ja bekannt, Persona ist die Maske, ist also nicht der Mensch, der wirklich uns gegenüber sitzt, sondern es ist so, wie er uns erscheint. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, allerdings nur im persönlichen Kontakt und in einem sehr aufwendigen Prozess, den wir phänomenologische Intuition nach Husserl nennen oder auch nach Jaspers nennen, nämlich indem wir uns wirklich ganz hineinversetzen in die Erlebniswelt des anderen Menschen, dann kommen wir dem konkreten Individuum, das ist der Mensch, so wie er ist, so wie wir auch sind, dann schon sehr, sehr nahe. Also wir werden uns hier nur mit der Person, also mit der Maske beschäftigen, um es nicht zu kompliziert zu machen. Wir haben ja einmal schon über Wahrnehmung und Wahrnehmungsproblematik hier gesprochen. Wenn Sie mich anschauen, dann sehen Sie mich ja nicht, sondern Sie machen sich ein Bild von mir. Dieses Bild hat möglicherweise mit mir etwas zu tun, möglicherweise nichts mit mir zu tun. Das wäre mir nicht so wichtig übrigens. Es sollte ein schönes Bild sein. Das reicht mir vollkommen. Aber in jedem Fall ist es ein Porträt, das Sie von mir machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für mich. Also es ist nicht so, dass das nur von einer Seite aus so ist. Also wir werden uns mit diesem Porträt, das ich jetzt versuche von Bruckner zu zeichnen, beschäftigen. Und es wird eben auch nur mein Porträt sein. Und wir können nicht den Anspruch erheben, das konkrete Individuum Bruckner in irgendeiner Form und schon gar nicht das Subjekt Bruckner in irgendeiner Form abzubilden. Das ist mir deshalb so wichtig, weil es bei Bruckner eine Unzahl von Menschen gibt, die letztlich in seinem Sog Verschiedenstes über ihn gesagt haben, meist gar nicht so Nettes, manchmal durchaus Nettes, aber andere haben es anders interpretiert. Und eine dieser zentralen Figuren ist ja Hanslick, der immer als der große Gegner von Bruckner hingestellt wird. Hanslick hat durchaus am Beginn Bruckner protegiert, auch sehr protegiert, hat ihn dann später sehr angegriffen, möglicherweise gar nicht angegriffen, weil Bruckner Bruckner war, sondern weil Bruckner den Wagnerianern zugerechnet worden ist. Und die Wagnerianer waren die ganz großen Gegner der Brahmanen, also derer, die Brahms-Anhänger gewesen sind. Und damit hat es plötzlich eine extreme Situation gegeben, dass Bruckner so als Gegenpart von Brahms aufgetreten ist. Wobei man schon ehrlicherweise sagen muss, dass sowohl Brahms von der Musik Bruckners relativ wenig gehalten hat und umgekehrt auch. Also Bruckner soll einmal gesagt haben, dass die Musik von Brahms nicht so schlecht ist, aber seine ist mir schon viel lieber. Und das zeigt schon, dass er letztlich durchaus sich von Brahms abgegrenzt hat. Aber es zeigt auch schon eines, auf das wir gleich dann noch zu sprechen kommen werden, dass sich Bruckner seiner selbst schon durchaus bewusst gewesen ist. Er wird ja gern so als armes Hascherl dargestellt aus Oberösterreich, der da in das große Wien kommt und sich da gar nicht zurechtfindet und tollpatschig da irgendwo in alle Fettnäpfchen dieser Welt hineintritt, sich nicht ausdrücken kann und letztlich dauernd verzweifelt ist, weil er nicht ernst genommen wird. Also wir werden sehen, dass dieses Bruckner-Bild möglicherweise doch etwas zu revidieren ist. Bevor wir zu dem kommen, möchte ich auf einen besonderen Punkt hinweisen, denn wenn wir über eine Biografie sprechen, dann tun wir immer so, wie wenn derjenige Mensch, und überhaupt wenn es ein berühmter Mensch ist, dann glauben wir es überhaupt, dass er sich dieses Leben ausgesucht hat, dass er sich also irgendwann einmal zurückgelehnt hat und gesagt hat, so entwerfe ich mich, das bin ich jetzt und das werde ich. Ja. Das ist in der Regel gar nicht der Fall. Die allerwenigsten Menschen nehmen sich die Zeit, sich zu überlegen, wie sie sein wollen, was sie sein könnten, wohin sie sich entwickeln wollen, sondern sie sind halt einfach, was so ist rundherum und haben so den Eindruck, das ist auch das richtige Leben, weil sie in einem bestimmten, heute würde man sagen, Blase leben und meinen, das ist alles richtig.
die wissen dann auch immer sehr genau, wer die normalen Menschen sind, die da immer in dieser Blase sind und nie hinausgehen, weil dann wird ja der Begriff der Normalität äußerst fragwürdig, wenn wir uns mit anderen Menschen auch wirklich einlassen, die anders leben, als wir leben. Und das hat Grayling, ein Philosoph, den ich sehr, sehr schätze, jetzt in einem erst neu erschienenen Buch, sehr schön dargestellt und auch beschrieben, dass die allermeisten sich gar nicht bewusst sind, dass sie eine Lebensphilosophie haben. Jeder hat eine Lebensphilosophie, aber die allerwenigsten haben eine Lebensphilosophie, die sie sich ausgesucht haben. Also natürlich die Philosophen völlig ausgenommen, die machen das den ganzen Tag und beschäftigen sich immer damit. Aber es gibt schon die allermeisten Menschen, die haben halt bestimmte Maximen, bestimmte Werte, Wertsysteme, die sie übernommen haben. Und genauso war es sicher auch bei Bruckner. Bruckner wächst in einem ganz bestimmten Umfeld auf und natürlich prägt einen das bis zu einem gewissen Grad. Also das Leben von Bruckner beginnt ja mit einem Paukenschlag. Mit einem Paukenschlag im Geburtsjahr von Bruckner wird die 9. Beethoven-Uhr aufgeführt. Das ist wirklich ein echter Paukenschlag gewesen. Und es wird jetzt immer wieder behauptet, dass Bruckner mit Beethoven nichts zu tun hätte, sondern quasi so wie so ein Stalagmit alleine dasteht, so aus dem Nichts heraus in Oberösterreich quasi aufgetürmt worden ist. Er war natürlich ein ganz großer Verehrer und auch Kenner von Beethoven, hat ihn sehr genau studiert, hat die Harmonielehre auch sehr genau studiert. Und wir dürfen durchaus sagen, dass er hier eine echte Tradition auch von Beethoven weiterführt. Es war also nicht nur Brahms, dem mir immer nachgesagt wird, der ist eigentlich der späte Beethoven, sondern durchaus Bruckner. Allerdings ein wesentlich neuerer, ein großer Erneuerer gewesen und kein großer Bewahrer gewesen ist. Also das war im Jahre 1824. 1824 wird die 9. Beethoven aufgeführt und da wird er auch geboren in einem kleinen Dorf in Ansfelden. Als hochmütiger Wiener würden wir sagen, ein oberösterreichisches Nest, also ziemlich klein. Viel Gegend, deshalb habe ich dieses zweite Bild gemacht, wenig Häuser. Aber das Haus, in dem er geboren ist, ist kein unbedeutendes gewesen. Er ist nicht in irgendeinem kleinen Haus aufgewachsen, sondern er ist der Sohn des Dorfschullehrers. Und alle, die schon in einem Dorf einmal gewesen sind, wissen, da gibt es den Pfarrer, dann gibt es den Dorfschullehrer, dann gibt es möglicherweise noch den Arzt und den Apotheker und dann kommt lang nichts, dann kommt der Wirt. Und das war's dann auch. Also der war schon ganz, ganz oben in der Hierarchie dieses Dorfes. Er war kein Bergbauernbub oder etwas Ähnliches, was so immer ein bisschen im Raum steht. Der ist halt irgendwie so im ländlichen Bereich aufgewachsen, sondern durchaus in dem, was dort unter Bildungsbürgertum halt verstanden worden ist. Tragisch ist, dass im 10. Lebensjahr sein Vater stirbt und damit sich auch sein Leben sehr verändert, auch finanziell die Situation sich massiv verändert, was ihn dann über lange Zeit begleiten wird in seiner ersten Entwicklung. Er kommt aber dann auf Vermittlung der Mutter nach St. Florian als Sängerknabe, also schon mit 10 Jahren. Und das muss schon ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Also die meisten von Ihnen werden ja schon in St. Florian einmal gewesen sein. Also das ist eine wunderschöne Gegend da rundherum, aber eigentlich praktisch nichts. Und dann ein riesiges Gebäude, feudal, wie man sich's nur vorstellen kann. Ein riesiger Dom, der natürlich mit einem kleinen Kircherl in keiner Weise, in irgendeiner Form vergleichbar ist. Das muss schon ein großer Eindruck gewesen sein auf Bruckner. Und das wird ihm auch immer wieder nachgesagt, dass er sich deshalb so klein gefühlt hätte. Diese These kann ich beim besten Willen einfach nicht teilen, denn er findet sich dort relativ bald ganz gut zurecht und nimmt auch Musikunterricht und beginnt relativ bald auch schon auf dieser Orgel ein bisschen herum zu spielen, würde man so sagen. Also wird er durchaus gefördert. Und das muss man sich schon vorstellen. Nicht? Also, ich war ein einziges Mal oben bei dieser Orgel, das ist schon ein unglaubliches Gerät. Nicht? Und wenn man so als kleiner Bub da ist und mit diesem Gerät auch hantiert,
Das ist schon etwas sehr Besonderes. Gut, wie auch immer, er muss dann relativ bald Geld verdienen und auch die Familie unterstützen. Er geht selbst in den Schuldienst, ist also quasi ein Volksschullehrer, wobei die Volksschule dort ein bisschen länger gedauert hat, als sie heute dauert. Er ist zuerst in Windhag, ein anderes kleines Dorf, von dort kommt er dann nach Kronsdorf. Da gibt es auch einige Dinge, die nicht ganz optimal gelaufen sind, auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. Wird dann irgendwann Hilfslehrer in der Schule von St. Florian, kommt also nach St. Florian wieder zurück und wird dann 1848, nachdem er also eine Zeit lang Hilfslehrer dort gewesen ist, auch schon provisorischer Stiftsorganist. Nun sagt uns das nichts so Besonderes, sagt, aha, der hat dort die Orgel gespielt halt. Das war zu dieser Zeit schon eine ganz besondere Funktion, also hier verantwortlich oder mitverantwortlich zu sein für das Orgelspiel. Und dieses Orgelspiel begleitet ihn letztlich ein Leben lang. Er ist ja ein exorbitanter Organist geworden, also ich würde sehr, sehr viel dafür geben, bei seinen Improvisationen einmal zuhören zu dürfen. Und wenn Sie einen Eindruck bekommen wollen, und das ist das erste Musikbeispiel, das ich Ihnen quasi ans Herz lege, wenn Sie einen Eindruck bekommen wollen über das Orgelspiel von Bruckner, dann empfehle ich Ihnen, es gibt eine Orgelfassung der 5. Symphonie. Und wenn man die hört, dann kann man sich vorstellen, auch wie es Bruckner gehört hat. Er hat sicher die 5. Symphonie nicht auf der Orgel gespielt, also wahrscheinlich nicht auf der Orgel gespielt, ist auch eine viel spätere Fassung, aber man merkt einfach, wie auch in seiner Komposition, auch in seiner Kompositionstechnik die Register gezogen werden. Also wenn er dann die Bläser einsetzt und wenn so das gesamte Orchester zu klingen beginnt, da spürt man dann direkt die Orgel heraus. Er legt dann in Linz noch eine Orgel, also in Wien eine Orgelprüfung ab, wird dann Domorganist in Linz. Und da sehen wir schon etwas, was Bruckner dann später auch immer wieder begleiten wird. Er hat mehrere Berufe immer gleichzeitig und er scheint extrem aktiv gewesen zu sein. Also auch dieses Bild dieses eher zurückgezogenen, ärmlichen Menschen, der Minderwertigkeitsgefühle hat und dann so depressiv durch die Gegend geht, das ist einfach nicht haltbar. Ein depressiver Mensch, der dauernd depressiv ist, kann oder der auch eine depressive Persönlichkeitsstörung hat, ein Typus Melancholicus ist, kann einfach dieses Arbeitspensum nicht machen. Er hat zum Teil 3 bis 4 Berufe gehabt, in Wien dann noch etwas mehr, weil er auch dauernd geschaut hat, dass er genug Geld hat. Also er war auch durchaus ein Geschäftsmann und er hat sich ganz schön und ganz gut vermarktet. Er hat ein bisschen einen eigenen Schreibstil gehabt, das muss man schon sagen, das war ein bisschen stelzenhaft, was er da von sich gegeben hat. Das ist ihm auch sehr angekreidet worden. Aber das hängt wahrscheinlich viel mehr damit zusammen, dass bei vielen Musikern, und ich hoffe, dass jetzt keine Musiker hier im Raum sind, aber bei vielen Musikern merkt man einfach, dass die gesprochene Sprache nicht ihr Metier ist, sondern es ist einfach die Tonsprache, die ihr Metier ist. Und sie können sich einfach mit Tönen hervorragend ausdrücken. Und und es gibt viele, die sich mit Worten ganz gut ausdrücken können, die sich halt mit Tönen nicht so gut ausdrücken können. Und ob das eine besser als das andere ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Er hat dann Musiktheorie studiert, auch das etwas. Bruckner war auch ein großer Theoretiker. Bruckner war nicht jemand, der einfach nur durch die Gegend improvisiert und dann irgendwann einmal Symphonien geschrieben hat, sondern er hat sich ganz profund damit auseinandergesetzt. Man könnte fast sagen, etwas zwanghaft, auf das werden wir noch zu sprechen kommen. Und er war eigentlich ein Feschack. Also das ist Bruckner so um die 33. Keine Frage. Das Gesichterl, das wird uns immer wieder noch begegnen, hat immer leicht depressive, melancholische Züge. Das stimmt schon und auf das werden wir auch zurückkommen müssen. Aber er war stattlich, er hat also gar kein Problem gehabt, von Frauen attraktiv gefunden zu werden. Es sind also einige da durchaus hinter ihm her gewesen. Er war nur aus weltanschaulichen Gründen, auf das werden wir auch gleich zu sprechen kommen, sagen wir mal, sehr vorsichtig ausgedrückt, in manchen Bereichen sehr zurückhaltend und wollte immer gleich heiraten, weil alles andere eben nicht möglich gewesen ist. Das ist natürlich für einen Menschen des 20., 21. Jahrhunderts und überhaupt jemand, der aus der Hippie-Generation kommt, schwer nachvollziehbar.
Aber es ist halt so für manche Menschen, dass sie sich Sexualität nur vorstellen können, wenn das vom lieben Gott sanktioniert ist. Das war für ihn sehr, sehr wichtig, dass es so gewesen ist. Und also wir werden dann auch noch auf Sexualstörungen zu sprechen kommen. Da denke ich, hat er ganz wenig gehabt, außer dass er sich halt aus weltanschaulichen Gründen manches verwehrt hat, was ihm sonst vielleicht gut getan hätte. Wie auch immer, er nimmt dann auch Kompositionsstunden, schon relativ spät. Sie sehen, also da ist er schon im reiferen Mannesalter, oder zumindest im besten Mannesalter oder in einem sehr guten, wie auch immer, das Beste möchte ich ja dahingestellt lassen, wann das Beste ist. Aber er beginnt sich dann also sehr mit Komposition zu beschäftigen und in diese Zeit fällt auch die Studiensymphonie, auch das Streichquartett. Also wir sind jetzt 1861, 1863, er ist 1824 geboren. Also er ist so knapp an die 40, da beginnt er sich wirklich intensiv mit dem zu beschäftigen. Und er komponiert ein ganz wunderbares Stück, das ich Ihnen als zweites ans Herzen legen möchte, das Locus Iste, ein wunderbares Chorwerk, das vor allem einen ganz wunderbaren Text hat, übersetzt, dieser Ort ist von Gott geschaffen, ein unschätzbares Geheimnis, kein Fehl ist am ihn. Diese Festkantate ist geschrieben worden zur Grundsteinlegung des Linzer Doms. Deshalb bringe ich es Ihnen hier nicht, sondern weil es auch der Platz des Bruckner gewesen ist. Der Platz des Bruckner war letztlich in der katholischen Kirche, im katholischen Glauben. Dort hat er seinen heiligen Platz gefunden. Jeder von uns versucht ja in seinem Leben einen heiligen Platz zu finden. Das kann in einer Religion sein, das kann außerhalb der Religion sein, das kann ein geliebter Mensch sein, das kann ein geliebter Ort sein, wo man lebt. Aber jeder braucht diesen Locus Iste, der einfach unser Platz ist und an dem wir einfach uns im wahrsten Sinne des Wortes daheim fühlen können. Und für Bruckner war das sicher der katholische Glaube. Das hat ihn auf der einen Seite extrem gestützt, ihn auf der anderen Seite aber auch durchaus in vielen Bereichen behindert. Gestützt und befruchtet, allerdings ganz in der Musik. Man sieht ja auch in den Briefen immer wieder, dass der liebe Gott hier eine sehr große Rolle gespielt hat, für den er auch hier komponiert hat. Und wer sich dieses Locus Iste anhört, dann merkt man einfach, das ist nicht nur Musik, das ist nicht nur eine Chormusik, das ist auch nicht nur ein Festakt, dass ein Grundstein gelegt wird, sondern das ist ein Zwiegespräch mit Gott, das er hier einfach führt. Ein wunderbares Werk, das hätte ich Ihnen am liebsten vorgespielt, aber da hätte ich Ihnen zumindest 8 Minuten damit vorstellen können, damit man einfach das spüren kann, dann beginnt es erst so richtig zu leben. Nun, er schreibt dann auch eine erste Messe, dann eine zweite, eine dritte Messe, auch die sind übrigens wunderbar zum Anhören. Und erst 1868, also da ist er schon ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit, schreibt er seine erste Symphonie. Also er ist das, was man einen symphonischen Spätzünder nennen darf, ohne Zweifel. Was aber durchaus dazu führt, dass diese erste Symphonie auch schon gleich ein ganz großartiges Werk ist. Also das ist kein Erstlingswerk, wie man es üblicherweise versteht. Parallel dazu wird der Hofkapellorganist in Wien und macht auch Konzertreisen. Er ist einer der ganz gefragten Organisten auf der Welt. Und wie ich jetzt erst vor kurzem gelernt habe, hat er geglaubt, dass er bei Wettbewerben teilnimmt, weil er Konkurs nicht richtig übersetzt hat, nämlich als Wettbewerb übersetzt. Konkurs heißt einfach, dass jemand wo auftritt. Und er hat immer geglaubt, dass er im Wettbewerb mit anderen Musikern ist und dass er natürlich den gewinnt. Das war ihm auch immer sicher. Da hat er auch ganz genau gewusst, wer und was er ist. Also er war sich ganz bewusst, dass er sicher, wenn nicht der Beste, sondern zumindest einer der allerbesten Organisten der Welt ist. Das auch zu seinem Minderwertigkeitskomplex. Also ich habe wenig Patienten gesehen mit Minderwertigkeitskomplex, die gewusst haben, dass sie die Besten der Welt sind. Und er ist dann auch Musiktheorieprofessor geworden an der Universität, hat
Die erste Symphonie war eigentlich durchaus noch erfolgreich. Hanslick hat da noch ganz schön positiv darüber geschrieben. Bei der zweiten schon nicht mehr ganz so. Die dritte ein Reinfall der Extraklasse. Also wirklich eine dramatische Situation. Die Leute haben den Saal verlassen. Es ist offensichtlich, hat es da Unmutsäußerungen gegeben. Und es ist sehr die Frage, ob es wirklich an der Symphonie gelegen ist oder an diesem Konflikt der Wagnerianer gegen die Brahmanen. Es sind also, so wird es zumindest immer wieder beschrieben, einige wenige seiner Schüler bei ihm geblieben, die also ihn verehrt haben. Er muss ein fantastischer Universitätslehrer gewesen sein. Es wird nur Positives berichtet über ihn. Das auch zu seiner schlechten Ausdrucksweise. Also er muss sich zumindest Musikern gegenüber so gut ausgedrückt haben, dass sie begeisternd ihm zugehört haben. Und da kommt es aber zu einem wirklich massiven Bruch. Und dieser Bruch ist wahrscheinlich, hat mit seiner Musik wenig zu tun, sondern damit zu tun, dass er diese Symphonie Wagner widmet. Und da sieht man schon, dass er zumindest für Wiener Verhältnisse ein bisschen ungeschickt gewesen ist. Das hat er nämlich auch gleich dazu gesagt, dass das Wagner gewidmet ist. Und das ist natürlich quasi ein gefundenes Fressen gewesen für alle Gegner und auch für alle Gegner von Wagner. Und damit ist er auch gleich da dementsprechend minder geachtet worden. Nicht minder geachtet wurde er von Wagner. Wagner hat ihn ganz besonders geachtet. Es ist eine sehr schöne Szene. Er besucht ja Wagner in Bayreuth, nimmt diese Symphonie mit und legt sie Wagner vor. Und Wagner schaut sich die Partitur an und ist begeistert davon. Und sagt, das ist ein ganz großartiges Werk. Das können wir uns heute, die allermeisten von uns, nicht vorstellen, ne? dass man einfach seine Partitur sieht und schon die ganze Symphonie klingen hört. Aber es muss ungefähr so sein, wie wenn wir lesen, wenn wir einen Roman lesen. Nicht? Wenn wir einen Roman lesen, dann lesen wir auch nicht die Buchstaben hintereinander, so wie wir die Noten da, die Notenbilder abzählen, sondern es entstehen Bilder. Es entstehen Bilder, die auch lebendig sind, die zum Klingen beginnen. Und genauso muss es für diese Musiker gewesen sein. Die haben also das so gelesen wie ein Roman und dann hat die ganze Symphonie einfach schon geklungen. Wagner war ein ganz großer Verehrer von Bruckner. Und Wagner war nicht jemand, der vielleicht nicht wählerisch gewesen wäre. Also der hat auch ganz genau gewusst, wer er ist hat sich auch dementsprechend dargestellt. Und wenn Wagner gesagt hat, das ist wirklich ein großer Musiker, dann war das schon ein ganz, ganz großes Lob. Ich kenne keine Passage, wo er das über Brahms zum Beispiel gesagt hat. Das hat er über Beethoven gesagt, das hat er über Bruckner gesagt, aber über nicht viel andere es gesagt. Er macht dann eine Konzertreise in die Schweiz und komponiert schon, und auch das ist etwas sehr Wesentliches, während er diesen massiven, ja, man kann nur sagen, eine massive Niederlage erleidet mit der dritten Symphonie, komponiert er schon die vierte. Also er lässt sich da überhaupt nicht abbringen davon oder sagt jetzt, naja, die wollen wir nicht und ist eh egal, dann lasse ich es, aber mache ich was anderes, ich spiele nur mehr Orgel, da bin ich so und so der Allerbeste. Nein, er macht sofort ein Meisterwerk und die vierte, und das ist das dritte Beispiel, das ich Ihnen ans Herz lege, ist der Beginn der vierten Symphonie. Das ist natürlich für jemanden wie mich, ich habe ja Horn studiert, das ist einer der schönsten Stellen, die es überhaupt für einen Hornisten gibt, auch eine der gefürchtetsten Stellen für Hornisten, weil es im Piano zu spielen ist und eine relativ hohe, gezogene, ein Zweiklang ist. Also es ist eine relativ schwierige Stelle, die, da, die, das ist wunderbar, die, da, die, fantastisch, also großartig. Das komponiert er sofort und daran sieht man schon, also auch mit der Minderwertigkeit oder dass er vielleicht unsicher gewesen wäre als Symphoniker oder etwas Ähnliches, gar nicht. Das wird ihm ja immer wieder nachgesagt, weil er immer wieder Dinge revidiert hat. Letztlich stirbt er dann 1896. Auf seine Krankheit werde ich noch kurz eingehen. Aber es wird ihm auch die Doktorwürde Honoris Causa verliehen, auf die er sehr, sehr stolz gewesen ist. Er bekommt auch das Ritterkreuz des Franz-Josefs-Ordens. Das sagt uns heute relativ wenig, aber das scheint damals etwas sehr, sehr Wesentliches und Zentrales gewesen zu sein. Also er hat hohe Auszeichnungen bekommen. Allerdings hat er einige Symphonien nie gehört in seinem Leben, zumindest nicht in der Orchesterfassung gehört. So zum Beispiel die fünfte
Symphonie, und das ist das nächste Musikbeispiel, das ich Ihnen ans Herz lege, fünfte Symphonie, fantastisch, und hören Sie sich in der Orgelfassung an. Das ist wirklich im Internet ganz leicht, Sie geben nur ein, fünfte Symphonie Bruckner, Orgelfassung, fantastisch, einfach großartig, und er weiß um seinen Wert. Er macht ein Testament und sagt, ich möchte in St. Florian einen Sarkophag haben, nämlich genau unter der Orgel, dass ich da direkt immer hinaufschauen kann, wer da oben spielt, und da auch überprüfen kann, dass es auch mit rechten Dingen zugeht und außerdem den direkten Draht zum lieben Gott habe. Also das auch nochmals zu den Minderwertigkeitskomplexen von Anton Bruckner. Er hört nicht nur die fünfte Symphonie nicht, auch die sechste Symphonie nicht und auch die neunte Symphonie nicht. Die neunte Symphonie komponiert er bis zum dritten Satz. Der vierte Satz ist unvollständig. Es wurde dann eine Fassung von Löwe, letztlich 1903, also Sie sehen, relativ viel später, aufgeführt. Die hat aber mit der neunten Symphonie von Bruckner relativ wenig zu tun gehabt, sodass man heute davon ausgeht, dass eigentlich erst 1932 diese Symphonie in einer halbwegs brucknerischen Fassung auch wirklich aufgeführt worden ist. Bis heute wird es manchmal nur bis zum dritten Satz aufgeführt und es wird dann an der Te Deum oder etwas Ähnliches dann mit dabei aufgeführt. Und wem widmet er das? Dem lieben Gott. Also das ist schon, sagen wir mal, nicht ganz wenig. Die achte übrigens widmet er dem Kaiser, die übrigens möglicherweise auch deshalb zu einem Erfolg geworden ist. Eine Symphonie, die dem Kaiser gewidmet ist, muss natürlich auch ein Erfolg sein. Nun, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wer war Bruckner nach all dem, was ich Ihnen versuche hier zu erzählen, dann bin ich ganz bei Norbert Travöger, der übrigens ein wunderbares, sehr leicht lesbares Buch jetzt erst herausgebracht hat im Residenzverlag, wo er schreibt, es gibt einfach nicht einen Bruckner, sondern es gibt viele Bruckner. Und das ist auch gar nichts Besonderes, denn jeder von uns ist viele. Wir sind nicht nur einer. Wir sind in verschiedenen Lebenssituationen durchaus unterschiedlich. Wir sind in manchen Lebenssituationen willensstark, wir sind in anderen Lebenssituationen willensschwach. Wir können in vielen Lebenssituationen lustig sein. Es gibt möglicherweise auch Situationen, wo man vielleicht einmal böse wird und auch dem anderen als böse erscheint oder zumindest einen bösen Blick hat. Mir wird ja immer wieder nachgesagt, dass ich manchmal einen bösen Blick habe. Ich weiß das gar nicht von mir. Ich denke, mir schaue ich ganz nett rein. Scheint also nicht der Fall zu sein. Also es ist schon so, dass wir einfach immer verschiedene Facetten haben. Jeder von uns und natürlich auch große Meister haben verschiedene Facetten und sind nicht nur in allen Bereichen immer großartig und dürfen auch durchaus krank werden. Auch große Genies, auch große Meister dürfen krank werden. Und da bin ich beim nächsten Punkt, nämlich bei Bruckners Krankengeschichte. Ich werde mich jetzt hier nicht zu lang aufhalten. Ich werde mich gar nicht aufhalten mit seinen körperlichen Erkrankungen. Da verweise ich Sie auf Neumeier, der hat einen wunderbaren Artikel, eigentlich einen ganzen Abschnitt eines Buches den Krankheiten von Bruckner gewidmet. Ich beschäftige mich nur mit den Krankheiten, die beschrieben werden, die wir als psychische Erkrankungen bezeichnen würden. Und wenn wir das jetzt in der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation einfügen wollten, dann würde er oder wurde ihm immer wieder nachgesagt, dass er eine psychische Störung durch psychotrope Substanzen verursacht hat, also eine Suchterkrankung gehabt haben könnte, dass er eine affektive Erkrankung, also eine Erkrankung aus dem affektiven Formenkreis, das, was man früher manisch-depressive Erkrankung, dann später bipolare Störung genannt hat, hatte, und Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Da gibt es eine reiche Literatur. Wenn wir die gesamte Literatur im Einzelnen anschauen, dann sind das die Diagnosen, die immer wieder in den Raum gestellt worden sind. Also dass er an einer exogenen Depression, an einer endogenen Depression, an einer Neurose, die Psychoanalyse hat sich abgearbeitet, an viele, viele Jahre und Jahrzehnte abgearbeitet an Bruckner, aus meiner Sicht, sagen wir mal, nicht nur erfolgreich, eine Sexualstörung, Persönlichkeitsstörung, ein Burnout-Syndrom, das damals allerdings noch nicht Burnout-Syndrom geheißen hat, aber möglicherweise auch schon bestanden hat, rezidivierende Depressionen, Zwangsstörung, bipolare Störung, problematischer Alkoholkonsum und Alkoholkrankheit. Und wir werden jetzt die einzelnen
durchgehen, allerdings nicht wirklich ganz einzeln, denn es würde viel zu lang dauern, denn die ersten vier können wir mehr oder weniger gleich pulverisieren. Warum können wir sie pulverisieren? Weil wir heute zwischen exogenen und endogenen Depressionen gar nicht mehr unterscheiden. Also daher ist diese Frage eine irrelevante Frage für all jene, die sich trotzdem damit beschäftigen wollen. Exogene Reaktionen wären sogenannte reaktive Depressionen gewesen, also in bestimmten Lebenssituationen reagiert jemand depressiv. Endogen, genetisch verursachte Depressionen. Wir wissen heute, dass es immer ein Zusammenspiel von Umfeldfaktoren und auch genetischen Faktoren ist und daher diese Unterscheidung letztlich keinen Sinn macht. Dann gibt es eine ganz große Gruppe der Neurosen, die gibt es heute praktisch in der Diagnose gar nicht mehr, sondern die wird in verschiedenen Bereichen letztlich dann abgebildet, aber die Neurose schlechthin gibt es nicht. Und da bin ich auch bei Erwin Ringel. Erwin Ringel hat ja gesagt, ein Neurotiker par excellence oder so ähnlich. Also der Arnold kann ja das viel besser nachmachen als ich. Aber das war eben Bruckner für ihn. Also das können wir pulverisieren, weil wir heute Neurosen gar nicht mehr diagnostizieren. Also das können wir weglassen. Sexualstörung, das ist ein besonders heikles Thema, denn da gibt es wirklich ganz wenige halbwegs Hinweise, die auch wirklich relevant sind, die valide sind, was auch nicht verwunderlich ist, denn wir befinden uns im 19. Jahrhundert und selbst im 21. Jahrhundert haben die allerwenigsten ein Tafel um sich herum, wie sie Sexualität betreiben. Nicht? Und also nicht so, wie sie es vorstellen, sondern wie es wirklich ist. Und wenn man jemanden fragt, dann lügen alle zu 100%. Ich habe das schon einmal in anderem Zusammenhang gesagt, wenn man Österreicherinnen und Österreicher fragt, wie oft sie Sexualität haben, kommt immer das Gleiche raus, zweimal in der Woche. Das ist hundertprozentig gelogen. Es gibt überhaupt keinen auf der Welt, der zweimal in der Woche Sexualität hat. Wäre auch ziemlich zwanghaft, wenn man das so betreiben würde. Wie auch immer, also auch das pulverisieren wir einfach, weil wir auch zu wenig Informationen haben. Es steht immer die Nekrophilie ein bisschen im Raum hier. Das, was stimmt, ist, er hat sich sehr intensiv mit Tod beschäftigt, auch mit Toten beschäftigt, ob man aber deshalb schon wirklich eine Nekrophilie im Andichten kann, das würde ich also sehr zu bezweifeln. Es gibt Berichte von Klosterschwestern, die ihn irgendwo masturbierend gesehen haben bei offenen Gräbern oder etwas Ähnlichem, ob das wirklich stimmt und ob das nicht nur Fantasien und Wunschträume der Klosterschwestern gewesen sind, möchte ich jetzt nicht diskutieren. Also lassen wir dieses Kapitel, da werden wir nicht fündig werden. Da sind wir so weit von der Person Bruckners entfernt, dass wir es am besten lachen. Ganz anders ist es bei den Minderwertigkeitskomplexen, die ihm immer nachgesagt worden sind. Und da denke ich, habe ich Ihnen schon einige Beispiele dafür gebracht, dass das eigentlich nicht sehr valide ist. Neumeier übrigens hat auch schon in den späten 80er Jahren darauf hingewiesen, dass das eigentlich durch nichts wirklich belegt ist, dass er Minderwertigkeitskomplexe gehabt hätte, sondern er hat einfach sehr, sehr schwere Lebenssituationen gehabt. Er ist wirklich sehr schlecht behandelt worden, zum Teil auch sehr ungerecht behandelt worden und hat natürlich dann auch darauf reagiert. Das mag schon durchaus sein, aber das kann man nicht als einen Minderwertigkeitskomplex hier sehen. Also die meisten analytischen Interpretationen der Psyche Bruckners muss man einfach heute sehr, sehr kritisch letztlich sehen. Und ein Beispiel, ich möchte nicht mehr über Graphologie mit Ihnen zu lang sprechen und ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine wirkliche Wissenschaft ist, aber einer der Grundfesten der Graphologie ist, dass Menschen mit großen Oberlängen und großen Unterlängen letztlich großzügige Menschen sind, die gar nicht an Minderwertigkeitskomplexen leiden und die vor allem auch nicht an Sexualstörungen, zumindest nicht an einer verminderten Sexualität leiden. Manche meinen sogar, diese großen Oberlängen und Unterlängen weisen auf eine besondere Sexualität hin. Das halte ich für übertrieben. Aber jedenfalls, wenn man sich die Schrift von Bruckner anschaut, und das ist seine originale Unterschrift, also das schaut nicht nach irgendeinem kleinen Menschen aus, der irgendwie etwas hinkritzelt. Der hat schon sehr, sehr kunstvoll und sehr schwungvoll letztlich hier geschrieben. Das zu den Minderwertigkeitskomplexen, komme ich zu den Persönlichkeitsstörungen. Wenn ich über Persönlichkeitsstörungen spreche, dann müssen wir unterscheiden zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Persönlichkeitsstörungen und Persönlichkeitsänderungen.
Das ist deshalb so wichtig, weil wir sehr leicht, wenn jemand bestimmte Persönlichkeitsmerkmale hat, schon von einer Störung sprechen. Eine Störung ist erst dann gegeben, wenn es zu einer Beeinträchtigung im sozialen oder im allgemeinen Leben des Betroffenen kommt, und zwar zu einer erheblichen Beeinträchtigung kommt, also zu einer wirklichen Behinderung kommt durch diese Persönlichkeitsmerkmale. Und da, wenn wir alles zusammenfassen, finden wir bei Bruckner auch relativ wenig. Welche stehen überhaupt zur Auswahl? Wir haben insgesamt in den ICD 10, wobei die letzten zwei können Sie quasi vergessen, die sind nur so Restgruppen, wenn man halt bei den anderen nicht fündig wird. Wenn wir das jetzt alles durchexerzieren würden, bleibt eine einzige Persönlichkeitsstörung oder ein einziges Persönlichkeitsprofil bei Bruckner über. Und das ist die anankastische Persönlichkeit, also die zwanghafte Persönlichkeit. Also das, was er sicher nicht gewesen ist, ist eine dissoziale Persönlichkeit. Das ist das, was wir vielleicht noch besser unter Psychopathie oder Soziopathie kennen. Das hat er ziemlich sicher nicht gehabt. Da hätte er sich ganz anders verhalten. Er war auch nicht sehr histrionisch, also man konnte ihn auch nicht als einen großen Hysteriker bezeichnen. Aber diese Anankasmen, die scheinen schon eine Rolle gespielt zu haben. Man sieht das vor allem in seinen permanenten Überarbeitungen von Symphonien, wo ihm auch immer wieder nachgesagt worden ist, dass er einfach kein Selbstbewusstsein gehabt hat. Immer wenn jemand ihn kritisiert hat, hat er es gleich verändert. Er hat vieles auch von sich selbst verändert. Also er hat einfach sehr, sehr gekämpft um jeden einzelnen Ton. Und es war also nicht so ein Komponist, der einfach irgendetwas improvisiert hat und das einfach zu Papier gebracht hat, sondern der wirklich um jeden einzelnen Ton sich hier Gedanken gemacht hat. Wenn wir das also jetzt anschauen, wie das ausschaut, das sind Menschen, die also sehr zweifelnd sind, die auch vorsichtig sind, die sich mit Details beschäftigen, die zum Perfektionismus neigen, die eine sehr starke Gewissenhaftigkeit an den Tag legen, manchmal auch ein bisschen an Eigensinn und Rigidität. Und wenn man nur das so kurz liest, dann finden Sie natürlich Bruckner durchaus hier einigermaßen. Allerdings, ob diese Merkmale so stark ausgeprägt gewesen sind, dass er wirklich behindert gewesen ist in seiner Tätigkeit, da bin ich mir gar nicht so sicher. Möglicherweise sind die Symphonien ja sogar besser geworden durch seine Zwanghaftigkeit. Also da gehen die Meinungen auseinander. Manche meinen ja immer, dass die Urfassung die beste ist. Mir gefallen manche überarbeitete Fassungen durchaus besser als die Urfassung. Das muss ich durchaus auch hier zugeben. Also auch die Persönlichkeitsstörung können wir quasi im Schatten haften lassen, auch wenn sie immer wieder angeführt wird. Persönlichkeitsmerkmal ja. Stellt sich die Frage des Burnout-Syndroms und da werden wir schon eher fündiger. Was ist ein Burnout-Syndrom? Ein Burnout-Syndrom entsteht dann, wenn man eine bestimmte Konstellation hat, nämlich einerseits eine Erschöpfungszustand, dann auch ein Nachlassen der Schaffungskraft. Und im Englischen spricht man von Zynism, eigentlich ist es eine Entfremdung. Es ist eine Entfremdung zuerst einmal der Arbeitssituation gegenüber, dann auch den Menschen, den Mitmenschen gegenüber und zuletzt auch sich selbst gegenüber. Und das hat Bruckner sicher zumindest einmal in seinem Leben gehabt. Das wird meist als die große Krise bezeichnet, wo er dann letztlich nach Bad Kreuzen zur Kur gefahren ist, wo er völlig zusammengebrochen ist, wo er massivst gearbeitet hat vorher, sich auch gar nicht mehr loslösen konnte von der Arbeit, sehr, sehr typisch dabei, gleichzeitig aber auch nicht die Anerkennung bekommen hat, die ihm eigentlich zugestanden wäre oder die er sich zumindest erhofft und erwartet hätte. Eine typische Konstellation, wie Burnout entsteht. Auf die einzelnen Phasen gehe ich jetzt ein, weil die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist, aber es kommt dann zu diesem Aufenthalt. Bruckner, er bricht mehr oder weniger zusammen, hat ein schwer depressives Zustandsbild, typischerweise für das letzte Stadium des Burnouts und auch mit einer massiven Zwangsstörung, die hier aufgetreten ist. Er hat einen Zählzwang gehabt. Er ist lange dort aufgenommen. Man hat ja damals keine Medikation gehabt. Man hat also Bäder gemacht und hat ihm verboten, dass er Musik hört und dass er Musik schreibt. Und hat ja nichts anderes gemacht, also kalt, warm, Wasser und solche Dinge halt. Aber nach 3 Monaten ist es ihm deutlich besser gegangen. So hat übrigens diese Klinik oder dieses Kurhaus damals ausgesehen. Und er ist völlig verzweifelt. Er ist völlig verzweifelt. Das ist ein Briefbeispiel
an seinen Freund Rudolf Weinwurm. Da ist der größte Teil dieser Briefe auch gut erhalten. Und er beschreibt einen schrecklichen Zustand und dass man ihm auch den Irrsinn schon vorgesagt hätte, der dann aber Gott sei Dank nicht eingetreten hat, und bezeichnet sich selbst als einen armen Kerl. Also wir können mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er wirklich das gehabt hat, was man viel später ein Burnout-Syndrom nennt. Die Frage ist, ist es eine Depression gewesen, die nur einmal aufgetreten ist im Rahmen eines Burnouts, oder hat er rezidivierende Depressionen gehabt? Er hat sicher rezidivierende Depressionen gehabt, also immer wiederkehrende Depressionen gehabt. Und da hat es wahrscheinlich auch zumindest eine familiäre Belastung gegeben. Die Mutter hat auch an Depressionen gelitten, die als solche ja damals nicht wirklich diagnostiziert worden sind, sondern man hat diese Menschen als melancholisch oder mit einem Hang zur Melancholie bezeichnet. Also Depressionsdiagnostik in der heutigen Zeit hat es ja nicht gegeben. Aber da haben wir doch sehr viele Fakten, die dafür sprechen, dass Bruckner eine solche gehabt hat. Und wenn wir uns die Bilder anschauen, nun ist natürlich das immer ein bisschen ein Problem, weil möglicherweise haben damals die Fotografen gesagt, schauen Sie besonders ernst rein, heute sagen wir alle lächeln's, nicht? Und möglicherweise war das der Grund. Aber wenn wir die Fazies anschauen, dann finden wir eigentlich kein lustiges Foto von Bruckner. Und er hat immer auch in der Augenpartie diese depressive Zeichnung. Das zieht sich durch, übrigens auch schon beim jungen Bruckner. Wir sehen also durchaus etwas, was sich durch sein Leben durchzieht. Also wir können davon ausgehen, dass rezidivierende Depressionen da gewesen sind. Es hat auch eine Zwangsstörung gegeben, und zwar eine sehr massive. Er konnte sich überhaupt nicht lösen, um hier Dinge zu zählen, und zwar alles Blätter hat er gezählt. Er hat offensichtlich auch einmal bei einer Perlenkette hat er einen Ausnahmezustand bekommen, weil er einfach die ganze Zeit auf das Dekolleté der Frau geschaut hat, die natürlich gedacht hat, aha, endlich schaut jemand mir ins Dekolleté. Nein, es war einfach die Perlenkette, und er hat sie dauernd gezählt und hat sich jedes Mal verzählt und hat wieder begonnen. Und irgendwann einmal hat er sie weggeschickt und hat gesagt, ich halte es einfach nicht mehr aus. Also er hat wirklich einen massiven Zwang gehabt, was übrigens im Zusammenhang mit Depressionen gar nicht so selten auftritt. Es ist ja heute sehr die Diskussion, ob es sich da um eine eigene Krankheit handelt oder ob es eigentlich etwas Superponiertes ist auf depressive Zustände. Es spricht sehr viel dafür, dass es eigentlich eine Reaktionsform ist auf depressive Zustände. Stellt sich die Frage, ist es vielleicht etwas mehr, als dass es nur Depressionen sind, so eine bipolare Störung? Und auch da werden wir durchaus fündig, wenn wir nicht nur die Bipolar-1-Störung, also wir sind jetzt im Bereich der manisch-depressiven Erkrankungen, wenn wir nicht nur die Bipolar-1-Störungen, sondern auch die Bipolar-2-Störungen mit reinziehen. Was sind Bipolar-2-Störungen? Das sind Störungen, wo Menschen rezidivieren, also immer wiederkehrend Depressionen haben und dazwischen hypomane Zustände haben. Also nicht wirklich manische Zustände, so dass sie Dinge machen, die dann von der Umgebung als ganz irreal gesehen werden, also, oder als überbordend gesehen werden, sondern die einfach sehr antriebsgesteigert sind, in der Regel auch sehr aktiv sind. Übrigens ein Zustand, der ja durchaus ein anstrebenswerter ist. Also ich würde sehr viel dafür geben, wenn ich all meine Patientinnen in einen hypomanen Zustand bringen könnte und sie auch dort bleiben. Das ist ein wunderbarer Zustand. Man ist attraktiv, man ist lustig, man ist auch dementsprechend sprühend. Meist hinten auch kommt es halt dann zu einer depressiven Nachschwankung. Das ist leider das Problem. Also wenn wir den Schaffensdrang und auch die Schaffenskraft des Bruckner hernehmen, dann bin ich mir sehr sicher, dass er hier durchaus hypomane Zustände gehabt hat. Auch wie er sich selbst einschätzt, das ist schon, also das muss man schon einmal zusammenbringen, nicht? Dass man sagt, man ist einer der besten Organisten der Welt oder überhaupt der Beste der Welt. Also das fällt so dem Normalbürger üblicherweise nicht als erstes ein, selbst wenn er ganz gut Orgel spielt. Also es spricht sehr viel dafür, dass er eine Bipolar-2-Störung gehabt hat, womit er in sehr guter Gesellschaft ist. Fast alle ganz großen Künstler haben eine Bipolar-2-Störung gehabt. Das heißt nicht, dass die Bipolar-2-Störung einen schon zum großen Künstler macht. Leider. Das ist es nicht. Ja. Also es ist umgekehrt, wenn man künstlerische Begabung hat dann und gleichzeitig eine Bipolar-2-Störung, dann hat man natürlich einerseits ein sehr tiefes Erleben, ein sehr tiefes, auch sensibles Erleben. Und da sind wir auch wieder bei der sozialästhetischen Existenz. Es sind einfach Menschen, die mehr empfinden als
viele andere. Und die aber zeitweise halt eben auch dann Depressionen haben und auch in diesem Bereich natürlich dann mehr empfinden als viele andere, aber in den hypomanen Phasen exorbitant produktiv sind und auch kreativ sind. Komme ich zuletzt zum Alkoholkonsum. Auch da wird ihm nachgesagt, dass er eine Alkoholkrankheit gehabt hat. Das, was sicher Faktum ist, dass er sehr gerne Bier getrunken hat. Faktum ist, dass er untertags praktisch nicht getrunken hat, auf gar keinen Fall in der Früh getrunken hat. Also Spiegeltrinker im klassischen Sinn war er ganz sicher nicht. Aber er hat schon eine erkleckliche Anzahl an Bieren getrunken. Klaus Latschiker sagt immer, es waren so ungefähr 17 Seideln am Tag. Das ist schon ganz schön viel. Als Oberösterreicher hat er natürlich nur Seideln getrunken, weil er immer nur frisches Bier getrunken hat, also nie in großen Gefäßen, weil man ja dann immer schon den älteren Lack hat. Aber das ist schon eine ganz große Menge. Wenn wir uns jetzt den Weg in die Sucht anschauen, dann ist es ja so, dass wir unterscheiden zwischen problematischem Konsum und Suchterkrankung. Auf die Details gehe ich jetzt hier nicht ein. Aber es spricht eigentlich bei Bruckner sehr wenig dafür, dass er eine Suchterkrankung gehabt hätte. Es spricht aber sehr viel dafür, dass er einen problematischen Konsum gehabt hat. Wobei er insgesamt offensichtlich tagsüber kaum gegessen und getrunken hat und am Abend dann exorbitant viel gegessen hat. Er hat immer, es wird kolportiert, im Gasthaus immer gleich eine Doppelportion bekommen und er war ja dann auch ziemlich beleibt. Und dazu hat er auch sehr viel getrunken und offensichtlich als Oberösterreicher ist er nicht auf die Idee gekommen, Wasser zu trinken, sondern hat halt Bier getrunken. Also problematischer Gebrauch ja, Abhängigkeitssymptome finden sich eigentlich nirgends, sodass wir zusammenfassen können, dass bei Bruckner durchaus ein Burnout-Syndrom zu diagnostizieren gewesen ist, auch eine bipolare Störung und ein problematischer Alkoholkonsum und in dem Zusammenhang natürlich auch wiederkehrende Depressionen und auch eine Zwangsstörung. Damit bin ich beim letzten Teil, den ich auch kurz machen kann, denn den Großteil habe ich jetzt hier schon eigentlich dargestellt. Es geht also um die Frage, ist eine sozial-ästhetische Existenz? Und da müssen wir uns natürlich mit dem Innenleben und mit dem Erleben von Bruckner auseinandersetzen. Darüber wissen wir relativ wenig, weil er darüber sehr wenig geschrieben hat, jedenfalls nicht im Detail. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Bild sein Innenleben am besten repräsentiert. Das ist übrigens ein Bild von Matter, den können Sie im Moment in Wien sehen. Wunderbare Ausstellung des Surrealisten, großartiges, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und er beschäftigt sich eben mit der Innenwelt des Menschen. Und so könnte ich mir vorstellen, dass es in der Innenwelt möglicherweise ausgesehen hat, wenn Matter ihn porträtiert hätte. Das, was wir aber wissen, ist, dass das Kernstück der sozialästhetischen Existenz eben die Begegnung ist. Und wenn wir über Begegnung sprechen, dann geht es natürlich einerseits um die Begegnung mit sich selbst. Da wissen wir relativ wenig. Da schreibt er auch relativ wenig. Die Begegnung zwischen den Menschen, da wissen wir, dass er ein bisschen linkisch gewesen ist, zumindest bei den Heiratsanträgen. Allerdings wirklich gelitten oder nicht drunter unter der Zurückweisung. Also auch das zu seinem Minderwertigkeitskomplex. Also er hat ja da eine Abweisung bekommen, meistens waren es so 18, 20-jährige Mädels, die sind durchaus fesch, die dann natürlich entweder selbst überfordert gewesen sind, meistens waren ja die Eltern, die überfordert gewesen sind damit. Er war immerhin schon 60, 65 zu diesem Zeitpunkt. Also das ist schon, sagen wir mal, auch zur damaligen Zeit nicht ganz üblich gewesen. Er wird zurückgewiesen. Und zwei Wochen später schreibt er schon der Nächsten. Also das war also nicht so, dass er da jetzt groß gelitten hätte und verzweifelt durch die Welt gegangen ist, wie das manchmal so kolportiert wird, sondern er hat es halt immer wieder versucht und es spricht einiges dafür, dass er sehr wohl sehr große sexuelle Gefühle gehabt hat, aber eben durch seinen Katholizismus das einfach nicht ausleben konnte, außer wenn man heiratet und dann hat er halt immer gleich versucht zu heiraten. Und das war halt manchen dieser Mädchen oder fast allen zu wenig. Jedenfalls ist er alleine geblieben. Da hat also wahrscheinlich nicht wirklich als sozialästhetische Existenz gewirkt. Aber dort, wo er als solche gewirkt hat, ist im Kollektiv. Da hat er unglaublich viel beigetragen und zwar ganz vor allem in den nonverbalen Begegnungen und hier in einem ganz speziellen Teilbereich, nämlich den musikalischen Begegnungen. Und wenn wir musikalische Begegnungen sprechen, dann meinen wir in Begegnungen mit der Musik einerseits und aber auf der anderen Seite auch Begegnungen in der Musik und durch die Musik. Und da war Bruckner sicher einer der ganz großen Lebenskünstler
dieser Welt. Er hat uns unglaublich vieles Berührendes mitgegeben, emotional Berührendes, natürlich auch geistig Berührendes, aber auch körperlich Berührendes, wenn man seine Symphonie hört, ja, ein Scherzo von ihm. Nicht? Und wenn er so das ganze Orchester über einen drüber fallen lässt, dann ist es schon ein unglaubliches Erlebnis, eine unglaubliche Begegnung mit ihm. Und damit hat er auch eine wirklich schöne Welt geschaffen. Eine schöne Welt, auf die wir uns allerdings einlassen müssen. Bruckner kann man nicht daneben hören. Das ist nicht möglich. Das ist auch einer der Gründe, warum ich heute kein Bruckner-Beispiel gebracht habe. Weil man kann es nicht kurz anspielen und dann sagt, ja, das scheint wunderbar. Sondern auf Bruckner muss man sich einfach einlassen. Da braucht man Zeit, da braucht man Ruhe, da muss man sich wirklich beschenken lassen. Also wenn wir das alles zusammenfassen, dann können wir Bruckner in der Tat als eine sozialästhetische Existenz par excellence bezeichnen, als eine sozialästhetische Existenz, die nicht nur zu seiner Lebzeit gewirkt hat, sondern auch in uns heute noch weiter wirkt. Ob es wirklich so gewesen ist, wenn er da in den Himmel gekommen ist, wie das auf diesem Schattenbild hier gezeigt ist, das weiß ich nicht, ob diese Ankunft im Himmel so gewesen ist, aber dass er bei uns auch heute noch immer ankommt, dazu bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum besten Teil des heutigen Abends, nämlich zum Gespräch über Bruckner. Zum Gespräch über diese Hommage, aber auch zum Gespräch über den Menschen Bruckner. Und ich bitte um Wortmeldungen, Fragen, gegenteilige Meinungen. Es war einiges Provokantes mit dabei. Offensichtlich sind wenig Psychoanalytiker, klassische Psychoanalytiker unter uns. Die würden jetzt über mich herfallen. Entschuldige, das Mikrofon, weil sonst... Dass du mit einer gegenteiligen Musik aufgewachsen bist, nämlich mit Zwölftonmusik. Dein Vater, ein Komponist dieser Gattung, hat dich geprägt und du hast gesagt, Mozart konntest du als Jugendlicher nicht hören. Und ich wollte wissen, seit wann liebst du Bruckner? Das ist einerseits eine sehr schöne Frage, auf der anderen Seite auch eine sehr persönliche Frage, aber ich werde beide letztlich beantworten. Also in der Tat ist es so, mein Vater ist Komponist und ich bin mit Zwölftonmusik, aber vor allem auch mit freitonaler Musik aufgewachsen. Das war das, was ich als Kleinkind einfach gehört habe, über eine kleine Wohnung, 35 Quadratmeter, ein Kabinett, wo ein großer Flügel drinnen gestanden ist, also der hat das ganze Zimmer ausgefüllt und mein Bett ist so halb unter dem Flügel gestanden und da hat mein Vater komponiert und mit dem bin ich halt aufgewachsen in dieser Klangwelt und in der Tat habe ich große Schwierigkeiten gehabt mit dem, was man als klassische Musik bezeichnet, weil es einfach so ein fades Dahinplätschern gewesen ist. Ne? Das ist irgendwie so tonal so halt dahingegangen. Heute würde ich so sagen, so wie manche Ö3-Songs halt, ist das halt ja, ganz nett, aber halt nicht viel mehr. Damals allerdings, heute schätze ich Mozart sehr. Allerdings zu Mozart habe ich relativ lange gebraucht. Da bin ich schon durchaus im Erwachsenenalter gewesen. Bruckner habe ich viel früher lieben gelernt. Bruckner habe ich durch meine liebe Frau kennengelernt. Bei uns ist zu Hause Bruckner nicht wirklich gespielt worden. Aber sehr früh habe ich mit der romantischen Musik ich habe meine Frau kennengelernt, da war ich 16 Jahre alt. Nicht? Und einer der ersten Stücke, die wir gehört haben, war die vierte Bruckner. Das war natürlich unglaublich. Und wenn Sie die einmal hören, also wenn Sie jung verliebt sind, das ist genau die Musik. Das ist einfach großartig, eine großartige Musik. Also Bruckner hat es mir relativ leicht gemacht. Er hat es mir aber auch leicht gemacht, weil Bruckner, und das ist ihm ja auch sehr angekreidet worden, manchmal schon auch zu Bizarrerien neigt, also auch sehr große Brüche drin und das damit ein unglaubliches Spannungsfeld aufbaut. Also ein Spannungsfeld aufbaut, das eben bei anderen Komponisten in dem Maße nicht aufgebaut wird und das in der Modernen natürlich noch viel stärker ist in all diesen verschiedenen Klängen,
auch die in den Dissonanzen natürlich ganz, ganz massiv faszinierend ist und auch aufwühlend ist. Also heute würde ich sagen, es ist einfach ein dionysisches Erlebnis, eine Bruckner-Symphonie zu hören. Also nicht nur ein apollinisches, sondern ein dionysisches ist. Es ist exzessiv einfach. Und insofern hat es mir Bruckner von der Musik her leicht gemacht. Und dann ist noch diese wunderbare Situation dazugekommen. Dann war es besonders leicht für mich, mich mit Bruckner auseinanderzusetzen. Ja, also Bruckner habe ich immer schon geliebt und dann natürlich als Hornist ganz besonders, weil er wunderbare Hornstellen geschrieben hat. Also er hat das Waldhorn geliebt und es gibt ja nicht so viele Komponisten, die das Waldhorn wirklich so lieben. Also Beethoven war einer, der das Waldhorn so geliebt hat. Richard Strauss hat es geliebt, ne? Und die haben also alle Waldhornstellen gemacht, die einfach exorbitant sind und das Bruckner einfach ein ganz, ganz großer. Bitte. Also schwer zu sagen, was ob meine ich möchte drei Sachen sagen, vielleicht ist alles drei Blödsinn, aber wenn sich keiner meldet, bitte. Ja. Dann werde ich versuchen, diese drei Sachen zu sagen. Es ist peinlich, aber hier kennt mich ja keiner. Also erstens, das mit dem Heiraten, also ich habe 10 Freundinnen gehabt, alle ganz kurz und sie sehen, ich bin kein James Dean, aber alle wollten sofort heiraten. Also ich weiß nicht, mir kommt vor, dass das in sehr vielen Menschen drin ist, dass es etwas ist, vor allem auch die Sexualität, das packt dann so unmittelbar und die Leute können sich dann gar nichts mehr anders vorstellen. Also ich habe den Eindruck, dass das ein Großteil der Menschen so gestrickt ist. Vielleicht liege ich falsch. Dann will ich noch was zu Musik sagen. Ich habe das Glück, riesige Sammlungen geschenkt zu bekommen. Und ich finde, es gibt sehr viele Menschen, die Klassik ablehnen, weil sie sie als sterbenslangweilig empfinden. Und ich kann nur sagen, es ist ja alles subjektiv, wenn man so ein durchschnittlicher Mensch ist, es gibt ja auch tausende Stücke, die sterbenslangweilig sind. Ich glaube, dass die Menschen als sterbenslangweilig empfinden. Und was sie daraus schließen, ist, dass die klassische Musik langweilig ist. Und das ist, glaube ich, falsch. Sondern es gibt hunderte, es gibt wahrscheinlich tausende Komponisten. Ich habe vor kurzem tausende Künstler aus dem Bildungsbereich, bildende Künstler gefunden, Maler gefunden. Es gibt unvorstellbar viel Talent und die Leute kennen nichts, weil sie nicht die Zeit haben, weil sie einen Job haben, weil sie eine Familie haben. Ich glaube, Tucholskys Leben ist Suchen. Ich glaube, das ist wesentlich. Die Leute müssen, die haben eine nette Gelegenheit, sie haben nette Finanzen und nette Zeit und saniert. Aber im Grunde, ich glaube, die Lösung ist, dass sie viel mehr suchen müssten, was ihnen wirklich gefällt. Und es gibt so viele verschiedene klassische Komponisten. Ich glaube, ich glaube, man muss anerkennen, überall hört man, warum sage ich das überhaupt? Weil ich glaube, das ist ein sinnvoller Gedanke, weil man hört überall, die klassische Musik ist nicht langweilig. Und das stimmt einfach nicht, sondern viele Leute hören zu und auch ich selbst haben überall und lehnen dann aber, und das ist der falsche Schritt, die klassische Musik generell ab und da liegen es dann falsch, also weil es gibt so wahnsinnig viel Gutes. Naja, und das Dritte ist noch banaler, ich möchte sagen, ich weiß nicht, ob da jemand sitzt, der sich nur für Bruckner nicht als Musiker interessiert, aber falls da jemand sitzt, dann kann ich ihm nur, da muss ich mich Ihnen anschließen, ihm nur raten, Bruckner zu probieren, denn der hat den Ruf eines Trottels und wirklich in weiten Schichten, also wir haben oft in der Firma, im Ministerium, ich habe einen ganz kleinen Job, über Bruckner diskutiert, da ist vorwiegend das Vorurteil, dass er heute ein Trottel ist und dass es sich gar nicht auszahlt, den überhaupt anzuhören, aber Bruckner F. Moll, also eine Messe wurde überhaupt von niemand anderem geschrieben und noch viele andere Sachen. Also es zahlt sich schon aus, dass man einmal eine hört. Ja, das war's. Vielen Dank, vor allem für das Letzte zuerst einmal. Also dass Bruckner ein Trottel gewesen wäre, das ist einfach eine dumme Bösartigkeit, ohne Zweifel. Es ist natürlich die Frage, was man unter einem Trottel versteht. Wenn man darunter versteht, einen Menschen, der ungebildet ist, der letztlich vom Leben nichts weiß, dann ist es einfach schlicht eine Dummheit. Wenn man darunter versteht, einen Menschen, der im Sozialen manchmal auch ungeschickt agiert
und das würde ich jetzt nicht als Trottelschund deshalb bezeichnen, aber wenn man das vor Augen hat, dann würde das bei Bruckner zumindest gewissermaßen nahelegen. Denn er hat im zwischenmenschlichen Umgang hat er offensichtlich nicht immer den Ton gefunden, der, und das muss man jetzt auch dazu sagen, der in Wien der übliche gewesen ist. Und bis heute ist es ja so, dass es für manche Menschen aus anderen Gegenden Österreichs gar nicht so einfach ist, in Wien zu reüssieren, weil sie eben genau diese Feinheiten nicht so spüren und dann als aggressiv oder als offensiv oder als ungeschickt oder sonst als irgendetwas bezeichnet werden. Und das scheint also bei Bruckner schon bis zu einem gewissen Grad der Fall gewesen zu sein. Und hören dann seine Musik gar nicht. Genau. Das ist tragisch, finde ich. Genau, da haben Sie völlig recht. Nur wenn Sie etwas sagen, dann wäre es immer schön, wenn Sie das Mikrofon nehmen, weil sonst ist es nämlich nicht aufgezeichnet und man wundert sich dann, dass ich jetzt zu etwas spreche, was eigentlich vorher gar nicht vorgekommen ist. Sagen Sie mir noch den ersten Punkt, den habe ich ein bisschen verloren jetzt, nur im Stichwort. Ja, heiraten, genau. Ja, das mit dem Heiraten, das ist, denke ich, einerseits eine Frage der Zeit. Ich stimme Ihnen nicht ganz zu. Ich bin ein bisschen ein älteres Semester und also ich komme aus der Hippie-Zeit. Da hat man bei Sexualität primär nicht ans Heiraten gedacht. Also ganz im Gegenteil, das waren zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Das hätte man jetzt nicht in einen Topf geworfen. Das war aber natürlich im 19. Jahrhundert ganz anders. Und das ist natürlich auch heute noch für sehr katholisch-gläubige Menschen noch immer ein gewisses Problem. Und es gibt auch Kirchenväter, da kennt sich natürlich der Arnold Metnitzer viel besser aus als ich, die noch immer meinen, dass das eigentlich erst in der Ehe wirklich zu vollziehen wäre. Ja, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Zugänge. Eines scheint wirklich so zu sein, dass er hier nicht quasi nur tollpatschig umgegangen ist, sondern er scheint sich wirklich auch immer wieder verliebt zu haben, aber in einer relativ oberflächlichen Art und Weise. Es gibt also praktisch gar keinen Hinweis in den Briefen, und es ist schon bemerkenswert, für Liebeskummer. Alle großen Künstler haben irgendwann einmal Liebeskummer gehabt. Das hat den größten Liebeskummer ja wahrscheinlich bei Beethoven. Rilke, wie ihm die Salome abhanden kommt, ganz verzweifelt, sagt er, das Schöne ist nur des schrecklichen Anfang. Keine Frage. Also die waren alle verzweifelt. Und der Bruckner eigentlich nie, sondern er hat einfach das Nächste angegangen und ist da relativ locker umgegangen. Bitte, Arnold. Vielen Dank für diesen, ich habe mir schon was Schönes erwartet von dir, aber so fein in diesem großen Bogen bin ich großartig beschenkt. Danke dir vielmals dafür. Eine kleine Fußnote zum Trottel. Das ist eine Weiterführung in meiner Einschätzung der Kritik der Brahms-Jünger am Bruckner. Weil im Unterschied zum Brahms hat der Bruckner ganz wenige Bücher bei sich gehabt und ist also mit ganz wenig allgemein bildenden Apparaten in seiner engsten Umgebung ausgekommen. Nicht? Und das weiß man dann gar nicht, man plappert halt nach und weiß gar nicht, wie sehr man einen Selbstoffenbarungseid liefert. Aber ich wollte dir nur auch, was dein Schlusswort anlangt, recht geben und ich zitiere das von dir zitierte Buch, das Vorwort von Norbert Dravöger, ein hinreißend leicht und trotzdem nie seichtes, sondern tiefes, auch psychokriminologisch hochinteressantes Buch. Und da schreibt er zum Schluss seines Vorwortes, wer beim Finale der 8. Symphonie von Bruckner nicht den Kopf verliert, der oder dem ist nicht zu helfen, oder die oder der hat nur nicht laut genug aufgedreht. Und hätte mich der Harald Schreiber gefragt, wie ich zu Bruckner gekommen bin, dann hätte ich ihm zunächst geantwortet, dass ich von meiner kirchlichen Sozialisation nach 9 Jahren Studium in Rom bei den Jesuiten fast nicht so sehr geliebt habe wie Anton Bruckner. Locus Iste zum Beispiel, da war ich schon als Gymnasiast so da, dass ich davon ganz weg war. Aber
die richtige Vertiefung verdanke ich paradoxerweise dem Erwin Ringel. Der Erwin Ringel hat mich manchmal gefragt, Metnitzer, was lesen Sie? Und ich habe, weil ich gewusst habe, dass ich ihn damit ärgere, habe gesagt, Viktor Frankl. Und da ist er ganz narrisch geworden. Und wenn er mich gefragt hat, was hören Sie? Dann habe ich gesagt, Anton Bruckner. Und dabei ist es geblieben. Ja, vielen Dank. Das gibt mir auch die Möglichkeit, noch auf diese zweite Frage oder den zweiten Bereich, den Sie angesprochen haben, einzugehen. Der klassischen Musik insgesamt, aber bleiben wir heute bei Bruckner. Es ist ja das Bruckner-Jahr und da dürfen wir auch bei ihm bleiben. Ich denke, eines der Probleme in der klassischen Musik ist, dass man sie nicht nebenher konsumieren kann. Und Sie haben völlig richtig gesagt, heute nehmen sich die Menschen einfach nicht mehr die Zeit, auch finden möglicherweise auch nicht die Ruhe, sich wirklich auf diese Musik einzulassen, sich dieser Musik zu öffnen und sich dann auch beschenken zu lassen. Und darf ich auf mein Eingangsstatement, also meine erste Frage, die ich bekommen habe, nochmals zurückkommen. Das war auch mein Problem mit Mozart am Anfang. Ich habe mich einfach auf diese Klangwelt nicht wirklich eingelassen und habe halt Kadenzen gehört. Ja, und da muss man auch sagen, das ist auch wirklich nicht immer so ganz was Besonderes, obwohl dazwischen natürlich ganz fantastische Modulationen drinnen sind, die ganz einzigartig sind. Heute höre ich die auch, damals habe ich sie nicht gehört. Aber man muss sich eben einfach einlassen drauf. Und man muss auch das Glück haben, möglicherweise einen Menschen zu haben, der einem hier weiterhilft. Also ich habe schon gesagt, wie ich zu Bruckner gekommen bin, habe aber nicht gesagt, wie ich ihn wirklich dann ganz zu lieben begonnen habe. Und heute konnte er leider heute nicht bei uns sein. Klaus Latschiker. Klaus Latschiker ist Intensivmediziner, Professor an der Medizinischen Universität und ist aber gleichzeitig auch Musiker und ist Intendant der St. Florianer Bruckner Tage. Da wird jedes Jahr eine Symphonie aufgeführt und das ist wunderbar in der Stiftskirche. Ich kann nur jedem empfehlen, einmal dorthin zu fahren. Es ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Und er macht die Einführung dazu und ist ihm fähig, was ich leider nicht kann, am Klavier dann verschiedene Themen anzuspielen, auch wie er sie verarbeitet, woher sie kommt. Querverweise zu Beethoven, Querverweise zu Schubert, übrigens beides Komponisten, die ganz eng mit Bruckner verbunden sind. Meist wird immer gesagt, gar nicht. Ne? Der Einzige, der die Tradition Beethovens weitergeführt hat, war Brahms, was einfach schlicht nicht stimmt. Also man muss sich einlassen, muss jemanden auch haben, der einem ein bisschen führt. Und dann ist natürlich Bruckner ein exorbitantes Erlebnis. Allerdings, auch schon bevor ich das gewusst habe, hat er mich einfach fasziniert, ob seiner Kraft. Nicht? Und auch da wieder, ein nur depressiver Mensch bringt einfach diese Kraft nicht auf, so etwas zu komponieren. Das ist gar keine Frage. Also Bruckner, eine wirklich etwas, wo man sich einlassen darf und sollte. Ich wollte nur anmerken, dass die großen Orchester und die großen Dirigenten Bruckner relativ erst spät lanciert haben, sagen wir so. Karajan hat kaum Bruckner dirigiert, Keilbert ein bisschen, aber es ist erst jetzt durch Thielemann so populär geworden. Also das wäre vielleicht ein bisschen scharf ausgedrückt, aber es stimmt, Karajan muss auch sagen, aber das ist eine sehr subjektive Meinung jetzt, ist auch kein wirklich ganz großer Bruckner-Dirigent, aber Eugen Jochum zum Beispiel, also der ist schon viel früher gewesen, er war schon ein großartiger Furtwängler, auch durchaus. Und so ist es. Es ist auch für ein Orchester, und das sieht man auch in der Geschichte, es ist auch sehr herausfordernd für ein Orchester. Und es ist zur damaligen Zeit auch ganz neu gewesen. Man muss sich vorstellen, die meisten Musiker haben eben sehr in tonalen Bögen gedacht und gelebt. Und es war ihnen ziemlich klar, wenn sie da 5 Takte spielen, wie die nächsten 15 Takte weitergehen. Und das ist bei Bruckner gar nicht klar. Weil da ist plötzlich ein Bruch drinnen und es geht ganz woanders weiter. Und das ist natürlich für jemanden, der so gewöhnt ist, so quasi so dahin zu musizieren, gar nicht ganz so einfach. Das ist sehr, sehr salopp ausgedrückt, was ich jetzt hier sage. Aber es stimmt im Kern schon. Und in der Tat war bei der 3. Symphonie, hat der Dirigent gesagt, das ist unspielbar. Das geht einfach nicht. Und
Das war der Dirigent der Philharmoniker, der Wiener Philharmoniker. Also das war nicht jetzt irgendein Orchester. Ja, und hat gesagt, das kann man nicht spielen. Auf der anderen Seite, wenn ich auf die St. Florianer Tage zurückkommen kann, dort spielt zum Teil das Bruckner Jugendorchester, also ganz junge Musiker. Und die spielen das hinreißend und einfach großartig. Also es kommt eben auch darauf an, auch welcher Dirigent sich dann wirklich darauf einlässt. Und wenn Sie zuletzt Tillemann genannt haben, natürlich, Tillemann ist großartig. Aber wenn Sie schon einen früheren Dirigenten hernehmen, dann hören Sie ja mit Gilli Bitacci an. Ja. Großartig. Man braucht halt mehr Zeit als bei anderen Interpreten, weil er zieht alles ziemlich in die Länge. Aber es ist eine wunderbare Interpretation. Also es ist schon immer wieder gespielt worden. Allerdings eben so richtig beginnt es erst in den 30er, 40er Jahren. Bis dahin war es relativ wenig am Spielplan. Da haben Sie schon recht. Ich glaube, dahinter. Gibt es eine Provokation, gibt es einen großen Musiker oder Komponisten, der keine sozial-ästhetische Existenz wäre? Das ist das eine. Und das andere, ist Putin auch eine sozial-ästhetische Existenz? Also die zweite Frage ist eine unglaublich schwer zu beantwortende Frage. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil natürlich Putin jetzt furchtbare Dinge macht und aus der ethischen Sicht her braucht man letztlich keine Worte darüber zu verlieren. Es ist einfach schlicht furchtbar, was hier gemacht wird. Aber bei der sozialästhetischen Existenz geht es nicht so sehr nur um ethische Fragen, sondern es geht letztlich darum, um die Empfindung. Und da würde ich gerne Herrn Putin selbst einmal kennenlernen. Nach seinen Äußerungen und das, was wir im Fernsehen sehen, würde ich meinen, dass er nicht zur Kerngruppe der sozialästhetischen Existenzen gehört. Aber er hat ja auch eine große Anhängerschaft. Ja, das sagt nichts. Das sagt nichts. Also das hat leider mit dem Begriff, so wie wir Sozialästhetik verstehen, nicht unbedingt etwas zu tun. Das Problem, das wir heute haben, und das ist sehr schön, dass Sie das ansprechen, und das ist ja letztlich auch eines, das ich mit Bruckner habe. Wir sprechen über Menschen, die wir letztlich nicht kennen. Nicht? Sondern was wir kennen, sind ihre Fernsehauftritte, ihre Inszenierungen, die letztlich hier stattfinden. Und danach machen wir uns dann ein Bild. Natürlich kann man jetzt natürlich sagen, wenn jemand eine bestimmte Inszenierung zulässt und die auch als gut empfindet, dann sagt das über die Menschen schon einiges aus. Nicht? Also bei Trump zum Beispiel, nicht? Der hat eine ganz bestimmte Inszenierung. Das muss man schon auf die Reihe bringen, dass man sich mit dem selber identifizieren möchte. Nicht? Aber letztlich wissen wir nicht, wie Trump ist, letztlich wissen wir nicht, wie Putin ist. Wir wissen nicht einmal, wie unsere Politiker sind. Die allerwenigsten haben Politiker kennengelernt. Und ich darf Ihnen sagen, manche dieser Politiker habe ich kennengelernt, ganz persönlich kennengelernt und war durchaus überrascht, dass sie anders sind als das Bild, das ich vorher gehabt habe. Manchmal positiv, hier und da auch durchaus negativ. Überrascht, wenn man dann wirklich jemanden gegenüber sitzt und dann sieht, wie der wirklich reagiert. Also wir müssen hier vorsichtig sein. Bei Bruckner fällt es mir insofern leicht, weil er einfach so viel Wunderbares in die Welt gesetzt hat, so viel Schönes in die Welt gesetzt hat, so viel auch Verbindendes in die Welt gesetzt hat. Vergessen wir nicht, die Tonsprache ist einer der ganz wenigen Sprachen, die von Nationalitäten völlig unabhängig ist, ja, auch von politischen Gesinnungen unabhängig ist. Ich habe in Deutschland schon zur Zeit des Putin-Krieges ein Quartett gehört. Da hat ein Russe gespielt, da hat ein Ukrainer gespielt, ein Amerikaner und eine Japanerin gespielt. Und die haben hinreißend miteinander musiziert. Ja, also die Tonsprache ist etwas, wo wir weit über das hinaus uns entwickeln können, als wir in der normalen Sprache es zusammenbringen. Da bringen es auch manche zusammen, dass sie miteinander in Dialoge kommen und ganz weit von all diesen Dingen entfernt, die eben hier an Inszenierungen letztlich uns tagtäglich beunruhigen. Kann man nicht auch, ohne die Biografien von Mozart oder Beethoven zu kennen, genauso sagen, das sind sozial-ästhetische Existenzen? Das ist insofern eine,
eine schwierige Frage. Als wenn wir Existenz als das Erscheinungsbild eines Menschen sehen, denke ich, da dürfen wir ihn nicht darauf reduzieren, nur was er geschaffen hat, sondern wir erscheinen ja in mehreren. Und eine der Kernaussagen, die ich mitgeben wollte, ist, dass es ja den Bruckner nicht gibt, sondern dass es viele Bruckner gibt und, wenn Sie so wollen, auch viele brucknerische Sozialexistenzen gibt. Mir ist es nur wichtig, dass wir überhaupt diesen Begriff soziale Existenz auch in unseren Diskurs mit reinbringen. Der ist ja ein relativ unüblicher Begriff, dass wir uns also nicht nur damit beschäftigen, ob jemand Wertvolles geschaffen hat, ob jemand auch etwas Teures geschaffen hat, ob jemand mächtig gewesen ist, ob er einflussreich gewesen ist, sondern dass er einfach in unserem Gefühlsleben sehr viel bewegt hat und uns in diesem Gefühlsleben auch begegnet. So gesehen ist wahrscheinlich sozial-ästhetische Existenz auch etwas, was wir immer nur sehr subjektiv erleben können und jetzt gar nicht objektiv sagen können. Also richtiger hätte ich eigentlich am Schluss sagen müssen, für mich ist Anton Bruckner eine sozial-ästhetische Existenz par excellence. Gibt es noch Fragen? Was Schöneres kann man ja über einen Menschen nicht sagen. Also dann belassen wir es dabei. Ich bedanke mich sehr, dass Sie heute gekommen sind. Ich bedanke mich noch viel mehr für die reichen Wortmeldungen. Und ja, für mich war es ein sehr, sehr schöner Abend, eine schöne Begegnung mit Ihnen. Ich hoffe, dass es auch für Sie etwas Schönes war und das wirklich Schöne beginnt jetzt, wenn wir uns draußen noch zusammenstellen können und das eine oder andere Glas vielleicht miteinander trinken. In jedem Fall wünsche ich Ihnen alles Schöne. Nehmen Sie Bruckner mit nach Haus. Er ist großartig einfach. Und nicht nur die wenigen Beispiele, die ich hier gebracht habe. Und ich lade Sie sehr, sehr herzlich ein, am 12. Juni wieder herzukommen. Da werden wir wirklich das Highlight dieses Semesters hier erleben, wenn Alfred Lengle zu uns spricht, über die existenzanalytische Perspektive der Existenz. Also ein anderer Zugang, aber Sie werden sehen, gar nicht so weit entfernt von dem, was wir als sozial-ästhetische Existenz bezeichnen. Schönen Abend, vielen Dank, dass Sie da sind.